Die ewige Wiederkunft ist eines der Hauptthemen der Philosophie von Nietzsche, zusammen mit dem Übermenschen und dem Tod Gottes. Der Konflikt der ewigen Wiederkunft beginnt mit der Verewigung der menschlichen Ereignisse, die einen Kreis von unbestimmten Schlussfolgerungen begünstigt haben, bis hin zur Schaffung eines Teufelskreises in der Geschichte. Die ewige Wiederkunft wird bei Nietzsche als die Geschichte verstanden, die sich für seine Schöpfer wiederholt, allerdings mit unterschiedlichen Annahmen darüber, wie das Leben zu verstehen ist. Die technologische Evolution geht mit der moralischen Evolution nicht Hand in Hand. Die Wiederholung von sozialen Ereignissen oder Tendenzen über die Zeit demonstriert die Hauptthese in der Philosophie Nietzsches, mit der sich viele Philologen oder Studenten nicht auseinandersetzen wollten. Es ist die dekadente Natur des Menschen. Der Mensch lacht, lernt, schafft, verrät, hasst, hat Perversionen oder Zweckdienlichkeiten. In seiner Essenz neigt der Mensch dazu, die Erinnerung an die Natur in jedem historisch-sozialen Zyklus wachzurufen. Es ist kein Zufall, dass sich Nietzsche für die griechische Philosophie interessiert hat, da die hellenische Kultur die Eudaimonie und den Hedonismus klar betonte. Das Epizentrum einer teilweisen Demokratie, in der die Themis auf wenige beschränkt war, und der Kosmopolitismus der Ideen eines Thales, Polyklet, Phidias oder sogar die Glut der Panathenaeen hineinpasste. Eine gespaltene Gesellschaft, geteilt zwischen präflektierendem Denken und der Hingabe an einem Pantheon von Göttern, die das Abscheulichste und Anpasserischste der menschlichen Rasse vertraten. Es ist kein Zufall, dass sich Nietzsche für sie interessiert hat. Es ist kein Zufall, es ist Kausalität. Für Nietzsche ist der Tod Gottes eine anthropozentrische Vorstellung, dem eigenen Willen nicht auszuweichen. Nicht Mythen schaffen Geschichte, sondern Männer mit eigenem Willen. Der Mensch ist das Maß aller Dinge, würde Protagoras sagen. Die Philosophie von Nietzsche ist menschlich, allzu menschlich. Der Mensch stolpert und manchmal hält er auf einer Stufe an, um sich auszuruhen. Aber er verwendet diese Stufe für seine Zwecke, nicht als Ziel. Es ist nicht seine Absicht, dort Wurzeln zu schlagen. Obwohl er das paradoxerweise für persönlichen Gewinn macht, läuft das entwickelte Individuum, sei es als Fahnenflüchtiger oder als Führer, voran. Weil das Vorankommen in seiner menschlichen Natur liegt, der Instinkt des Überlebens. Instinkt. Für den Instinkt passt der Mensch sich an und ruft sein Bildnis als Narziss in den Göttern herbei, die er in der Kasuistik seiner dithyrambischen Entwicklung verehrt. Der klare Einfluss von Schopenhauer in der Philosophie von Nietzsche für die ewige Wiederkunft wird hauptsächlich in dessen Werk Die Welt als Wille und Vorstellung deutlich. Die Welt als sachliche Welt ist nicht ein Konzept, das auf Allegorien beruht, sondern auf der Härte der Ereignisse eines rechtlichen Zustandes. Ein chaotischer Zustand. Ein Zustand, in dem es unendlich viele Subjektivitäten gibt, die ewige Dinge wünschen und nie zufrieden sind. In diesem Zustand der Natur, wo das Chaos regiert, steht der Übermensch in seinem Willen auf und kniet sich nieder. Die Geschichte spaltet sich in große Männer und die großen Massen auf, die diese Männer leiten. Für diese amorphen sozialen Schichten ist es notwendig, entweder ein Gott oder eine Bestie zu sein. Es gibt auch eine dritte Möglichkeit, ein Philosoph zu sein, nur sich darüber bewusst zu sein, was um ihn herum geschieht, und diese Erfahrung, diese Information
nicht für seinen persönlichen Vorteil, sondern für sein Volk zugunsten des Fortschritts zu verwenden. Als Philosophen verstehen wir nicht nur eine Universitätsabsolventen, sondern ein vernünftiges und analytisches Wesen, eine Person des Lichts, die das angesammelte Wissen als Schwert für sich selbst und für die ihrigen verwendet. Philosoph zu sein bedeutet nicht, sich unbedingt jeder philosophischen Verbindung anzuschließen und um akademische Verdienste und jährliche Zahlungen anzusammeln. Es gibt keine Immanenz. Der echte Philosoph von früher schloss sich nirgendwo an. Doch war für ihn wichtig, zu Gewerkschaften oder Vereinen zu gehören, weil es genau das ist, wogegen er war. Bei Nietzsche hätte die Zugehörigkeit zu einer philosophischen Verbindung sofort darauf hingewiesen, ein Lamm in der Herde zu sein, zu der er nicht gehören wollte. Die ewige Wiederkunft der Geschichte beruht genau auf diesen Personen, die in den Wiederholungen dessen verfallen, was sie verabscheuen. In der wissenschaftlichen Methode sieht der Prozess der Wissenserlangung so aus: Versuch, Irrtum, Lernen. Versuch, Irrtum, Lernen. Derjenige, der in Versuch, Irrtum verfällt, tut es, weil er sich durch seine Herde geschützt fühlt und sogar ihre Mentalität schützen muss, um von ihr Trost zu erhalten oder einen freundlichen Gott zu haben, der alles vergibt. Einige von ihnen ziehen die Ruhe der Herde, der Belagerung durch die fragenden Blicke vor, die sich aus der Tatsache ergeben, dass man selbstständig denkt. Wenn einigen den Tod des Gottes in Nietzsche als etwas Theologisches und nicht als etwas Symbolisches oder Allegorisches verstanden haben, ist es, weil sie daran etwas störte. Vielleicht stellte die Herde für sie die erforderliche Homöostase dar, oder vielleicht schien es ihnen einfach etwas zu Offensichtliches, das immer in der Nähe war und sie nie so deutlich sehen konnten. Der Tod Gottes führt zur Begierde, die den Menschen und seinen Zustand beeinträchtigen. Der Nihilismus. Die Abwertung der menschlichen Moral und die Wiederholung, um seine Essenz befriedigen, trägt zur Wiederholung der Abwertung der Menschen gegenüber der Menschen bei. Das Individuum sieht seine Fehler in anderen Individuen wiedergespiegelt und nimmt als seine Moral diejenige an, die entweder befriedigt werden muss, weil sie in den Massen allgemein verbreitet ist, oder weil es keinen Ausweg mehr aus der menschlichen Essenz gibt, zu leben, um die ewige Wiederkunft der menschlichen Geschichte und ihres Unglücks zu wiederholen. Das Individuum kann die dithyrambische Bestimmung ablehnen und im eigenen Schicksal tragisch sein, wenn und nur wenn der Übermensch, Metapher von Nietzsche, aus den Werten zum Vorschein kommen kann, welche die Gesellschaft schafft und wieder erschafft, um ihren Instinkt und ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Der Immoralist redet: Einem Philosophen geht nichts mehr wider, den Geschmack als der Mensch, sofern er wünscht.